Die drei Musketiere. Alexandre Dumas. Erstes Kapitel. Am ersten Montag des Monats April 1625 gerieten die braven Bürger des Marktfleckens Moing in solche Aufregung, dass man hätte meinen können, der Feind sei im Anzug. Frauen irrten durch die Straßen, Kinder kreischten auf den Türschwellen und die Männer griffen zur Muskete oder Partisane und stürzten zur Herberge des Freimüllers. Dort hatte sich bereits eine Menge Neugieriger eingefunden, die von Minute zu Minute noch anwuchs. Zu jener Zeit war Panikstimmung nichts Seltenes, denn es verging kaum ein Tag, an dem sich nicht in der einen oder anderen Stadt Krawalle und blutige Vorfälle ereigneten. Die adligen Herren lagen miteinander in dauernder Fehde. König Ludwig XIII. Stand zum Kardinal Richelieu in einem mehr feindlichen als freundschaftlichen Verhältnis und der Spanier bekriegte den König. Außerdem fehlte es nicht an Straßenräubern, Bettlern, Landsknechten, Hugenotten und Wölfen, die gegen alle Welt Krieg führten. Gegen Landsknechte, Gauner und Wölfe bewaffneten sich die Bürger immer, gegen die Feudalherren und Hugenotten oft, gegen den König selten, gegen den Kardinal und den Spanier nie. So eilten denn die Bürger von Moing, als sie den Lärm vernahmen, aber weder Feldzeichen der Spanier noch Uniformen der Leibwache Richelieus entdeckten, zur Herberge des Freimüllers. Das erste, was ihnen dort in die Augen fiel, war ein etwas merkwürdiger junger Mann von mittlerer Statur. Er sah aus, wie Don Quixote in seiner 18. Lebensjahr ausgesehen haben mochte. Nur, dass er keine Ritterrüstung trug, sondern in ein wollenes Wams gekleidet war, dessen ursprüngliches Blau in allen Regenbogenfarben schillerte. Das längliche, sonnverbrannte Gesicht mit der übermäßig entwickelten Kinnpartie, einem untrüglichen Merkmal der Gascogner, wurde von einem mit einer Feder geschmückten Barett beschattet. Man würde den jungen Mann für einen Pächterssohn auf Reisen gehalten haben, wenn er nicht einen langen Degen getragen hätte, der ihm ständig gegen die Waden oder gegen das struppige Fell seines Pferdes schlug. Dieses Pferd, ein missfarbener Falbe aus dem Bern, war ebenso auffallend wie sein Herr. Es mochte etwa 12 bis 14 Jahre alt sein, war dämpfig und hatte einen fast haarlosen Schweif. Beim Gehen hielt es den Kopf bis auf die Knie hinabgesenkt und legte so, unentwegt vor sich hinnickend, immerhin seine 8 Meilen am Tag zurück. Es war also nicht verwunderlich, dass Ross und Reiter, als sie in Moing ihren Einzug hielten, beträchtliches Aufsehen erregten. Und dieses Aufsehen berührte den jungen D'Artagnan, so hieß der Don Quixote auf dieser zweiten Rosinante, umso peinlicher, als er sich des lächerlichen Eindrucks, den selbst der vorzüglichste Reiter auf solch einem Klepper machen musste, wohl bewusst war. Das hatte er schon empfunden, als ihm sein Vater das fast wertlose Tier mit desto wertvolleren Abschiedsworten schenkte. »Mein Sohn«, hatte der alte gaskonische Edelmann gesagt, »dieses Pferd ist im Hause deines Vaters groß geworden. Behandle es gut, verkaufe es nicht und gib ihm dereinst das Gnadenbrot. Wenn du zu Hofe kommst, eine Ehre, auf die unser altes Geschlecht Anspruch erheben darf, so erweist dich deiner ruhmvollen Ahnen würdig. Setz dich gegen jede Kränkung zur Wehr, es sei denn, dass sie dir vom König oder vom Kardinal widerfährt. Nur durch unerschütterlichen Mut kann heutzutage ein Edelmann noch etwas werden. Wer auch nur eine Sekunde lang zittert, stößt die Hand, die ihm Glück gerade in diesem Augenblick hinstreckte, zurück. Gehe nie der Gelegenheit zu einem Abenteuer aus dem Wege. Ich habe dich gelehrt, den Degen zu führen, und du hast Knie aus Eisen und Handgelenke aus Stahl. Schlag dich daher, so oft du nur kannst. Schlage dich umso mehr, als der Zweikampf verboten ist. Ich kann dir, mein Sohn, nur 15 Taler, mein Pferd und diese guten Ratschläge mitgeben.
Deine Mutter wird das Rezept zu einem Balsam hinzufügen, der die Wunderkraft besitzt, alle Wunden, außer solchen des Herzens, zu heilen. Ziehe aus allem Nutzen und lebe lang und glücklich. Diesen Brief hier wirst du dem Herrn de Treville übergeben. Er war einst mein Nachbar und hatte die Ehre, als kleiner Junge mit unserem König zu spielen. Diese kindischen Spiele arteten zuweilen in Prügeleien aus, und dann war der König nicht immer der Stärkere. Die Püffe, die er dabei bekam, flößten ihm eine hohe Meinung von Herrn de Treville ein. Späterhin hat dieser, von seinem tapferen Einsatz in Kriegen und bei Belagerungen ganz zu schweigen, wohl 100-mal in Zweikämpfen seinen Mann gestanden. Das ist verboten, und dennoch hat er es zum Hauptmann der Musketiere gebracht, also zum Befehlshaber einer Legion von Cäsaren, auf die der König große Stücke hält und vor denen sich selbst der Kardinal fürchtet, der doch sonst niemand und nichts zu fürchten pflegt. Überdies bezieht Herr de Treville 10.000 Taler jährlich. Er ist mithin ein sehr großer Herr, obwohl er begonnen hat wie du. Besuche ihn baldigst und füge dich in allem seinen Ratschlägen und Anordnungen. Damit gürtete Vater D'Artagnan seinem Sohn den eigenen Degen um, küsste ihn auf beide Wangen und gab ihm seinen Segen. Vor der Tür des Zimmers fand der junge Mann seine Mutter, die ihn bereits mit dem berühmten Rezept erwartete. Der Abschied von ihr war länger und zärtlicher. Madame D'Artagnan weinte herzerweichend, und der Sohn konnte, so sehr er sich als angehender Musketier auch bemühte, keine Schwäche zu zeigen, nur schwer seine Tränen verbergen. Noch am gleichen Tage machte sich der junge Mann auf den Weg und dank den väterlichen Ratschlägen stellte er in moralischer wie physischer Beziehung in Wahrheit ein getreues Abbild jenes Helden aus der La Mancha dar. Wie dieser Windmühlen für Riesen und Hämmel für Heere hielt, so sah D'Artagnan in jedem Lächeln eine Beleidigung, in jedem Blick eine Herausforderung. Von Tarbes bis Moin ritt er mit geballten Fäusten und wohl 10-mal am Tag griff er nach seinem Degen. Aber kein einziges Mal traf seine Faust das Kinn eines Gegners, fuhr seine Klinge aus der Scheide, denn die Leute, denen er unterwegs begegnete, unterdrückten ihre Heiterkeit, weil das furchterregende Schwert und die wilde Miene des Reiters sie einschüchterten. So blieb D'Artagnan erhaben und in seiner Empfindlichkeit unverletzt, bis zu dem unseligen Städtchen Moing. Als er dort vor der Tür des Freimüllers absaß, ohne dass der Wirt oder Hausknecht hinzusprang, um ihm den Steigbügel zu halten, erblickte er in einem halb geöffneten Fenster des Erdgeschosses einen Edelmann von schöner Gestalt und vornehmem Aussehen. Er sprach gerade mit zwei Personen, die ihm sehr aufmerksam zuzuhören schienen. Natürlich glaubte D'Artagnan, dass er der Gegenstand der Unterhaltung sei und spitzte daher die Ohren. Und diesmal hatte er sich nicht getäuscht, oder wenigstens nur zur Hälfte. Zwar nicht von ihm wurde geredet, wohl aber von seinem Pferd. Der Edelmann glossierte alle Merkwürdigkeiten der Falbenmähre und seine Zuhörer brachen jeden Augenblick in schallendes Gelächter aus. Da indes schon ein halbes Lächeln genügte, um den Zorn des jungen Mannes zu erregen, lässt sich leicht begreifen, welche Wirkung diese unbändige Heiterkeit auf ihn ausübte. Der unverschämte Spötter war ein Mann von etwa 40 Jahren mit schwarzen, stechenden Augen, einem bleichen, faltigen Gesicht, einer stark hervortretenden Nase und einem schwarzen, gepflegten Schnurrbart. Er trug einen Schnürrock von violetter Farbe und ebensolche Beinkleider. D'Artagnan fühlte instinktiv, dass dieser Unbekannte noch eine große Rolle in seinem Leben spielen würde. Als sich bei einer neuen Bemerkung des Fremden nicht nur seine beiden Zuhörer vor Lachen schüttelten, sondern auch über sein finsteres Gesicht ein schwaches Lächeln huschte,
konnte D'Artagnan nicht länger zweifeln, dass er wirklich und wahrhaftig beleidigt worden war. So drückte er denn nach Art vornehmer Herren sein Barett tiefer in die Stirn, legte eine Hand auf den Korb seines Degens, stützte die andere in die Hüfte und schritt langsam auf das Fenster zu. Doch je näher er seinem Gegner kam, umso wütender wurde er, so daß er schließlich statt der würdigen, stolzen Worte, in die er seine Forderung kleiden wollte, nur grob und tölpelhaft schrie: »Heda, Herr! Verratet mir gefälligst, worüber ihr lacht, damit wir zusammen lachen können!« Der Edelmann wandte seine Blicke gemächlich vom Pferd ab und dem Reiter zu, runzelte dann leicht die Stirn und sagte in hochfahrendem Ton: »Ich spreche nicht mit euch, Herr!« »Aber ich spreche mit euch!« rief D'Artagnan, den diese Mischung von Missachtung, Unverschämtheit und guten Manieren außer sich brachte. Der Unbekannte betrachtete den jungen Mann noch eine Weile mit einem mokanten Lächeln, zog sich dann vom Fenster zurück, trat langsam aus der Herberge und näherte sich dem Gascogner bis auf 2 Schritte. D'Artagnan zog seinen Degen einen Fuß lang aus der Scheide. »Dieses Pferd war in seiner Jugend offenbar ein Goldfuchs«, sagte der Unbekannte, sich seinen beiden feixenden Zuhörern am Fenster zukehrend. »Die Farbe ist in der Botanik häufig, aber bei Pferden findet man sie selten.« »Über das Pferd lacht nur, wer es nicht wagt, über den Reiter zu lachen«, schrie D'Artagnan erbittert. »Ich lache nicht oft, mein Herr«, erwiderte der Fremde, »aber ich möchte das Recht gewahrt wissen, zu lachen, wann es mir gefällt.« »Und ich«, entgegnete D'Artagnan, »will nicht, dass man lacht, wenn es mir missfällt.« »Nun, das ist durchaus verständlich.« Der Unbekannte nickte kurz, drehte sich auf dem Absatz um und ging wieder der Herberge zu, vor deren Tür jetzt ein gesatteltes Pferd stand. Der ergrimmte Gascogner zog seinen Degen ganz aus der Scheide und lief seinem Beleidiger nach. »Wendet euch um, Herr Spötter, ich greife nicht gern im Rücken an.« »Mich angreifen?« gab der Edelmann ebenso erstaunt wie verächtlich zurück. »Ach, ihr seid nicht recht gescheit!« Und mit sich selbst sprechend fügte er hinzu: »Welch ein Fund für meinen königlichen Herrn wäre das, der ja überall nach Tapferen fahndet, um neue Musketiere zu bekommen.« Kaum hatte der Fremde ausgesprochen, als D'Artagnan einen so wütenden Degenstoß gegen ihn führte, dass nur ein rascher Sprung zur Seite ihm davor bewahrte, zum letzten Mal gespottet zu haben. Jetzt erkannte der Edelmann, dass die Sache ernst war. Er zog den Degen, grüßte seinen Gegner und nahm Fechterstellung ein. In demselben Augenblick aber fielen seine beiden Zuhörer, die mit dem Wirt zusammen herbeigeeilt waren, mit Stöcken, Schaufeln und Feuerzangen über D'Artagnan her und traktierten ihn mit wuchtigen Schlägen. Und während dieser sich umwandte, um den dichten Hagel von Hieben zu begegnen, stieß jener seinen Gegen gelassen wieder in die Scheide und sah dem Kampf müßig zu. »Die Pest über alle Gascogner«, fluchte er, »setzt den Kerl auf seinen orangefarbenen Gaul, und dann mag er sich trollen.« »Nicht ohne dich vorher zu töten, Feigling«, schrie D'Artagnan, der sich, so gut es ging, seiner 3 Angreifer erwehrte und nicht einen Schritt zurückwich, obwohl die Schläge noch immer auf ihn herabprasselten. »Gut«, murmelte der Edelmann, »weiter im Tanz, wenn er es nicht anders will, hat er genug, wird er es schon sagen.« Aber D'Artagnan war nicht der Mann, so schnell klein beizugeben. Eine ganze Zeit lang noch dauerte der Kampf, bis dem erschöpften Streiter der Degen, dessen Klinge ein Knüppelhieb zerschmetterte, aus der Hand fiel. Gleichzeitig traf ein anderer Schlag seine Stirn und ließ ihn blutüberströmt und fast ohnmächtig zusammenbrechen. Von allen Seiten eilten jetzt Leute herbei. Da warf der Wirt, der peinliches Aufsehen befürchtete, seine Feuerzange weg und trug den Verwundeten in die Küche, um ihn zu verbinden. Der Edelmann hatte inzwischen seinen Platz am Fenster wieder eingenommen und betrachtete missmutig die immer größer werdende Menschenansammlung. »Nun«, fragte er den nach einer Weile ins Gastzimmer zurückkehrenden Wirt,
Wie geht's dem Wüterich?« »Oh«, antwortete der Wirt, »es geht ihm schon besser. Er ist jetzt völlig in Ohnmacht gefallen.« »Hm. Ja, vorher hat er aber noch einmal nach euch gerufen, obwohl er kaum noch jappen konnte, und euch zum Duell gefordert.« »Der junge Kerl ist ja der Teufel in Person.« »Oh nein, Exzellenz, der Teufel ist er nicht.« Der Wirt schnickte verächtlich mit den Fingern. »Wir haben ihn nämlich durchsucht und in seinem Bündel nur ein schäbiges Hemd und eine Börse mit 12 Talern gefunden.« »Also kein Teufel«, lachte der Edelmann, »sondern ein verkappter Prinz.« Auch der Wirt lachte. »Wisst ihr, was er noch sagte, bevor er ohnmächtig wurde?« »Wenn sich der Vorfall in Paris ereignet hätte, würde es euch augenblicklich an den Kragen gegangen sein. So aber käme das erst später. Jedoch umso gewisser.« »So, so. Hat er in seinem Zorn irgendeinen Namen genannt?« »Ja.« Er schlug auf seine Tasche und sagte, »man wird ja sehen, was Herr de Treville von solcher Beleidigung seines Schützlings hält.« »Herr de Treville«, wiederholte der Unbekannte nachdenklich. »Nun, lieber Wirt, ihr habt doch bestimmt die Ohnmacht des jungen Mannes dazu benutzt, einmal in seine besagte Tasche hineinzufühlen. Was war denn darin?« »Ein Brief an Herrn de Treville, Hauptmann der Musketiere.« Der Edelmann zog sich vom Fenster zurück und ging mit finster, gerunzelter Stirn im Zimmer hin und her. »Zum Teufel«, murmelte er vor sich hin. »Sollte Treville mir diesen Gascogner auf den Hals geschickt haben? Er ist zwar noch reichlich jung, der Bursche, aber gerade deswegen nimmt man sich umso weniger vor ihm in Acht. Und Degenstich bleibt Degenstich, ob er nun von junger oder alter Hand kommt. Zuweilen genügt ein kleines Hindernis, um einen großen Plan scheitern zu lassen. Und das«, er bleibt vor dem Wirt stehen. »Könnt ihr mir nicht von diesem Tollkopf befreien? Ich möchte ihn nicht umbringen, aber ich muss gestehen, dass er mir äußerst unbequem ist. Wo steckt er denn jetzt?« »Im Zimmer meiner Frau, im ersten Stock. Er wird dort verbunden.« »Und sein komisches Wams und sein Bündel?« »Liegen noch in der Küche«, berichtete der Wirt. »Er ist euch also sehr unbequem, dieser rabiate Kerl?« »Er ist mir und anderen ein Ärgernis. Stellt meine Rechnung zusammen und verständigt meinen Diener.« »Wie, der gnädige Herr will uns schon verlassen? Ich hatte bereits vor dem unliebsamen Zwischenfall Befehl gegeben, mein Pferd zu satteln. Hat man mir nicht gehorcht?« »Gewiss doch, Exzellenz. Das Pferd steht gesattelt vor der Tür.« »Gut, dann tut, was ich euch gesagt habe.« Der Wirt ging kopfschüttelnd hinaus. Es wollte ihm nicht in den Sinn, wie solch herrischer Edelmann vor einem jungen, guck in die Welt, derartige Angst haben konnte. »Milady braucht von dem Gascogner nicht gesehen zu werden«, sprach der Fremde vor sich hin. »Sie muss jetzt bald kommen. Hat sich schon verspätet. Am besten, ich reite ihr entgegen.« Er strich sich über die Stirn. »Vielleicht kann ich aber zuvor noch in Erfahrung bringen, was in diesem Brief an Treville steht.« Damit öffnete er leise die Tür und schlüpfte, als die Schritte des Wirtes auf der Treppe verhallt waren, in die Küche. D'Artagnan befand sich noch immer im Zimmer der Hausfrau. Er war inzwischen bepflastert und verbunden worden und hatte auch das Bewusstsein wieder erlangt. So sagte ihm denn der verärgerte Wirt, dass er sich darauf gefasst machen müsse, jeden Augenblick von der Polizei verhaftet zu werden, weil er mit einem vornehmen Herrn Streit angefangen habe. Es sei daher ratsam, ohne Säumen seinen Weg fortzusetzen. Noch immer schwach und benommen, erhob sich der junge Mann und schleppte sich mühsam die Treppe hinunter. Als er in die Küche kam und einen Blick durchs Fenster warf, erspähte er seinen Gegner. Dieser stand jetzt am Fußtritt einer schweren, mit 2 kräftigen normannischen Pferden bespannten Kutsche und plauderte mit deren Insassin, einer jungen, überaus schönen Dame. Sie hatte eine zarte, weiße Haut, große blaue Augen, blondes Lockenhaar, das bis auf die Schultern hinabfiel, verführerische Lippen und fein gemeißelte Hände.
Exzellenz befehlen mir also, hörte D'Artagnan die Dame sagen, sofort nach England zurückzukehren, fiel der Unbekannte ein, und umgehend Nachricht zu geben, wenn der Herzog London verlässt. Und meine weiteren Instruktionen? Sie sind in dieser Kapsel enthalten, die ihr erst jenseits des Kanals öffnen dürft, antwortete der Edelmann. Ich selbst reise nach Paris zurück. Ohne jenen frechen Burschen gezüchtigt zu haben? Der Fremde schickte sich gerade zu einer Erwiderung an, als D'Artagnan auf die Schwelle trat und rief, »Dieser freche Bursche wird den anderen züchtigen. Da er vor einer Dame wohl nicht zu fliehen wagt, soll er diesmal seiner Strafe nicht entgehen.« Der Edelmann griff nach seinem Degen, doch Milady legte ihm energisch die kleine Hand auf den Arm. »Bedenkt, dass die geringste Verzögerung alles verderben kann. Ihr habt recht, fahrt also zu und reist mit Gott.« Damit nickte der Fremde der Dame zu und schwang sich in den Sattel, während der Kutscher seine Pferde mit Peitschenknallen zur Eile antrieb. Reiter und Kutsche entfernten sich schnell in entgegengesetzter Richtung. »Hey, Mann, eure Rechnung!« schrie der Wirt, dessen Wohlwollen für den vornehmen Gast sich rasch in grimmige Verachtung gegen den Zechpreller verwandelt hatte. »Schuft, Schurke, falscher Edelmann!« schrie auch D'Artagnan und eilte seinem Gegner nach. »Bezahle den Kerl«, rief der Reisende seinem Diener zu. Dieser warf dem Wirt ein paar Münzen vor die Füße und folgte dann seinem Herrn in gestrecktem Galopp. Der Verwundete, vom Blutverlust geschwächt, hatte kaum 10 Schritte getan, als es ihm schwarz vor den Augen wurde und er auf der Straße zusammenbrach. Noch im Fallen aber rief er stöhnend, »Feigling, Feigling!« »Er ist wirklich ein großer Feigling«, pflichtete der geschäftstüchtige Wirt bei, der nach dem Abgang des einen Gastes sich mit dem anderen versöhnen wollte. »Ja, ein großer Feigling«, murmelte D'Artagnan. »Sie aber ist sehr schön.« »Wer?« fragte der Wirt. »My Lady«, hauchte der junge Mann und fiel zum zweiten Mal in Ohnmacht. »Na ja«, meinte der Wirt, seine Leute herbeirufend, »der bleibt mir bestimmt. Einige Tage werde ich ihn zurückhalten können. Die 12 Taler, die er in seiner Tasche hat, sind so gut wie verdient.« Aber in diesem Falle hatte einmal der Wirt die Rechnung ohne den Gast gemacht. Denn am nächsten Morgen um 5 Uhr stand D'Artagnan auf, ging in die Küche und verlangte Wein, Öl, Rosmarin und verschiedene andere Ingredienzien, aus denen er nach dem Rezept seiner Mutter den Balsam zubereitete. Damit rieb er seine Wunden ein und erneuerte eigenhändig die Verbände. Die Hilfe eines Arztes in Anspruch zu nehmen, verschmähte er. Und, oh Wunder, schon an demselben Abend war der Patient wieder auf den Beinen und am Abend darauf fast völlig geheilt. Als D'Artagnan seine bescheidene Zeche und die desto gesalzeneren Futterkosten für sein Pferd bezahlte, irgendwie musste sich der Wirt ja schadlos halten, da fand er in seiner Tasche zwar die Samtbörse mit den 12 Talern vor, nicht mehr aber den wichtigen Brief an Herrn de Treville. Er begann, danach zu suchen. Wohl 20-mal kehrte er seine Taschen um, öffnete und schloss er seine Börse, durchwühlte er sein Bündel. Vergebens. Der Brief war und blieb verschwunden. Außer sich vor Wut brüllte der Gascogner, »Her mit meinem Empfehlungsbrief! Her damit, oder ich spieße euch alle auf!« Damit zog er allen Ernstes vom Leder, hatte aber ganz vergessen, dass sein Degen nur noch aus einem Stumpf von vielleicht 10 Zoll Länge bestand, den der Wirt sorgfältig wieder in die Scheide gesteckt hatte. Verdutzt betrachtete er die seltsame Waffe. Sein Zorn ebbte langsam ab. »Lieber Gott, wo mag euer Brief nur stecken?« rief der Wirt, um darzutun, dass er und die Seinen an dem Verlust unschuldig seien. »Jedenfalls«, erklärte D'Artagnan ruhiger, »muss der Brief wieder herbei. Er ist für Herrn de Treville bestimmt, und wenn er verschwunden bleibt, wird der Hauptmann schon dafür sorgen, dass er bald wieder auftaucht.« Diese Drohung verfehlte ihre Wirkung auf den Wirt nicht.
Denn nächst dem König und dem Kardinal war Herr de Treville der Mann, dessen Name nicht nur von den Soldaten, sondern auch von den Bürgern am meisten genannt wurde. Der Eingeschüchterte beauftragte daher seine Leute, Haus und Hof aufs Genaueste nach dem Brief abzusuchen. Dann wandte er sich wieder an seinen Gast. Enthielt denn das Schreiben etwas besonders Wertvolles? Und ob, rief der Gascogner, eingedenk dessen, dass der Brief ihm ja eine glänzende Karriere eröffnen sollte. Mein ganzes Vermögen war darin. Der Wirt kratzte sich hinter dem Ohr. Spanische Schatzbons? Bons auf den Privatschatz seiner Majestät. Teufel, Teufel, brummte der Wirt. Plötzlich schlug er sich gegen die Stirn. Wisst ihr was? Der Brief ist euch gestohlen worden. Gestohlen? Von wem? Von dem Edelmann. Ich bin fest davon überzeugt. Als ich ihm nämlich mitteilte, ihr wäret ein Schützling des Herrn de Treville und hättet einen Brief für ihn bei euch, da wurde er sehr unruhig und fragte mich, wo? Nun, ich sagte es ihm und darauf verlangte er sofort seine Rechnung. Sicher hat er dann meine Abwesenheit dazu benutzt, sich in die Küche zu schleichen, wo euer Wams lag. Ganz ohne Zweifel, er war der Dieb. Nun, ich werde es Herrn de Treville berichten und dieser wird sich beim König beschweren. Damit zog D'Artagnan mit weltmännischer Geste 2 Taler aus der Tasche und reichte sie dem Wirt, der ihn mit der Mütze in der Hand bis zur Tür begleitete. Dort schwang er sich auf sein gelbes Pferd, das ihn ohne weitere Zwischenfälle bis zum Tor Saint-Antoine in Paris trug. Jetzt hielt er es aber doch für angebracht, das auffallende Tier, das er zudem auf der letzten Wegstrecke stark strapaziert hatte, zu verkaufen. Er löste 3 Taler dafür und damit war es gut bezahlt. So zog D'Artagnan also, sein kleines Bündel unter dem Arm tragend, zu Fuß in der Hauptstadt ein. Er wanderte kreuz und quer durch Straßen und Gassen, bis er endlich in der Rue du Fossoyeur in der Nähe des Luxemburg ein billiges Quartier fand. Den Rest des Tages verbrachte er damit, an sein Wams und seine Hosen Borten zu nähen, die seine Mutter von dem fast neuen Staatsgewand des Vaters abgetrennt und ihm heimlich zugesteckt hatte. Gegen Abend ging er auf den Quai de la Ferraille und ließ eine neue Klinge in seinen Degen ziehen und anschließend begab er sich nach dem Louvre und erkundigte sich bei dem ersten Musketier, dem er begegnete, nach der Wohnung des Herrn de Treville. Mit Freuden vernahm er, dass sie in der Rue de Vaux Colombier lag, in nächster Nachbarschaft seiner eigenen Behausung. Das schien ihm von glückverheißender Vorbedeutung zu sein. An seine Vergangenheit ohne Gewissensbisse, an sein Verhalten in Moing ohne Reue denkend, zufrieden mit der Gegenwart und voller Hoffnung für die Zukunft, legte sich der junge Gascogner spät abends zu Bett und schlief den Schlaf des Gerechten. Am nächsten Morgen, 9:00 Uhr, machte er sich auf den Weg, um bei Herrn de Treville, der, nach seines Vaters Ansicht, drittwichtigsten Persönlichkeit des Königreiches vorzusprechen.